Kahn. Vielleicht ist das das nächste Wort, was wir hier schreiben müssen. Es knirscht schon wieder. K-H-A-N. Was passiert da jetzt? Nichts. Kahn. Oliver Kahn. Aber wir haben hier noch ein Schloss. Versuchen wir es erstmal hier. Was bist denn du? Eine Messingscheibe. Zum Eingeben von einem Code quasi. Nur wo? Hier vorne? Nein. Rechts? Nein. Kahn. Sieht aus, als könnte man die auch drehen. Sieht eher aus, als gehört die irgendwo rein. Sorry, safe. Irgendwo ist ein Tresor versteckt. Wahrscheinlich hinter einem der Bilder. Ich denke, wir müssen zuerst gucken, ob wir hier irgendwie... Kahn. Ah, hier war ja auch noch was an dem Buch. Hab ich ganz vergessen. Da waren ja Fingerabdrücke dran zu sehen. Wow. Da ist der Tresor. Ah, ja. Nein. Ah, okay, okay, okay. Also erstmal hier auf K. Dann... H. Hä? Was ist denn das? Was macht es denn? Also nochmal von vorne. So, erstmal rechts rum. Da ist das K. Jetzt wollen wir das H. Scheint war es nicht richtig eingerastet. Nochmal gucken. P. K. H. Jetzt klappt es, wie es aussieht. J. H. E. A. Oh, das A wird er wahrscheinlich nicht akzeptieren. Nochmal das Ganze. So, jetzt aber. Kein Kahn. Damit geht der Tresor auf. Was ist drin? Nee, ich will nicht. Nein. Die Null. Die Tarotkarte Null. Ich glaube, das wird eine Riesenscheiße, was wir jetzt hier gerade lostreten. So. Und ab dafür. Die Null gab mir Zeit, Dinge zu tun.
Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Das Foto. Der Mann mit dem Zylinder. Das ist ein Okularbild. Wir können hineingehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Freunde, der sitzt da. Doch dann kam der Tod. Wieder deine Uhr. Ist zum Glück nicht die aktuelle Uhrzeit. Gott. Da kommt ein Schlüssel raus. Ein Zierschlüssel. Wow, Freunde, das ist mal richtig abgefahrene Scheiße hier. Sitzt der da und der hat auch noch was. Der hat einen Brief oder so. Ist das Achim Schmitz? Nun erkennst du die Wahrheit. An diesem Orte läuft die Zeit anders als gewohnt. Eine Stunde, ein Tag, ein Jahrhundert. Wer vermag das zu sagen? Ein Jammer. Ich musste hier ausharren, um den letzten Schritt deines Weges zu leiten. Alles ist bereit. Nimm dies. Damit findest du den Raum. Mit nimm dies meinte er wahrscheinlich den Schlüssel. Und das ist doch wieder diese Masse, die wir auch schon im ersten Teil kennengelernt haben, oder? Dieses Null. Wow. Dieses Null-Element. Abgeschlossen. Glückwünsche sind angebracht. Du bist den eigenartigen Ereignissen der Seance unbeschadet entkommen. Damnation. Spiel fortsetzen. Damit sind wir auf einem Schiff, wie es aussieht, liebe Freunde. Da oben ist eine Burg. Was haben wir denn hier alles? WTF, was war denn das? Eine Kurbel. Okay, hier können wir irgendwie klopfen. Da ist noch ein Brett. Aber hier können wir noch irgendwas mitmachen, wie es aussieht. Müssen wir vielleicht auch. So, eine Kurbel. Ein Seil. Grafisch, muss ich sagen. Ebenfalls das Spiel sehr schön. So, und hier ist... Ist das die Kurbel, die uns nach... Da haben wir noch so eine Laterne. Wir scheinen hier an einem... Ich habe uns ein bisschen vorwärts gekurbelt, okay. Tatsächlich, wir fahren. Was ist das da hinten für eine Burg? Was ist das hier? Wow. Eine Tür. Eine Stahltür in die Dunkelheit. Kapitel abgeschlossen. Selbst kurze Reisen können große Entfernungen überbrücken. Und da du den Übergang gemeistert hast, bist du nunmehr bereit für den letzten Schritt. Möge das Schicksal dir gewogen sein.